Alter, du nervst so ab, ne? Ihr ganzen kleinen, dreckigen Arschpisser hier. Wichser sollt bekehrt werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mittelerde Mordors Schatten. Ich bin's wieder mal, euer Gunshot, und die quatschen mich schon wieder dazwischen. Ist aber auch egal, wir wollen ja zu den nächsten Hauptmännern und die brandmarken, so gut es geht, damit wir die Kampagne, was das angeht, natürlich auch weitermachen können, um die komplette Ork-Armee natürlich auf unsere Seite zu bekommen und dann gegen Saruman oder wie auch immer zu kämpfen, wie auch immer. Ja, euch Typen will ich aber gerade nicht. Ich will jetzt mal kurz hier... Da hinten eigentlich nur hin. Ey, nicht schmeißen. Ist nicht fair. Turbos an. So, Nitro auch schon wieder verbraucht. Was jetzt? Ja, und gegen Stein gelaufen. Oh, Mano. Und gleich sind wir da. Jetzt muss ich mich da einmischen, dann habe ich aber gleich wieder zwei... So, die beiden mal eben kurz. Er ist wohl abgehauen. Abgehauen ist keiner. Schütze meinen Namen. Lass dich runter. Gut, dann wollen wir den nochmal versuchen. Ich dachte, bis zur nächsten Jagd wäre noch ein... Jetzt ist es an der Zeit, den Wanst mit Grog zu füllen. Gut, das Praktischste wäre es jetzt, wenn ich ein paar von denen... Sieht jemand den Gefangenen rennen? Zeit für die Jagd. Diene mir. Scheiße. Geisterdämon. Fuck. Wenn du jedes Mal wieder aufstehst, nachdem ich dich getötet habe, wird das irgendwann langweilig. Folge meinem Willen. Okay, 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 pass auf. Kommt mal hierher, kommt mal hierher. Ihr ganzen Idioten. Gut, weg. Ich muss euch zu meinen machen. Ah, ja, sieht gut. Fernkampfangriff vermutlich. Los, dich krieg ich, dich krieg ich. Nicht töten! Typ. Ist das jetzt gerade sein Ernst gewesen? So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ach so, das sind die, die ich übernehmen muss. Wie komme ich denn zu denen? Ich hätte Informationen vielleicht erstmal von dem... Fuck... Hier haben wir wieder was.
Chance von 41% beim ersten Treffer einer Trefferserie einen automatischen kritischen Treffer zu landen, okay. Gut, das ist jetzt aber trotzdem nicht das, was ich will. Ich muss die Typen... Okay, die hole ich mir jetzt nicht. Ich mache jetzt erstmal das, was näher dran ist. Das Heilmittel. Nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Litariel deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Gut. Nächster Wegpunkt. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. So. Meine Augen sind wie deine. Richtig. Du sagst mir Bescheid, was hier irgendwas los ist, ne? Alles klar, danke dir. Jetzt werden die Schuhe nass. Jetzt werden die Schuhe nass. Nur 300 Meter. Ich habe jetzt auch noch nicht einmal mitbekommen, dass er sich hier gewaschen hat, ne? Der muss doch stinken, der Junge. Der hatte mal eine Frau, das kannst du keinem erzählen. Heiner. Verlasse die Schatten! Gut. Oh. Ja, das habe ich euch eben gerade schon vorgelesen. Die Gefahren sind mir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint mir nicht. Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist aus dieser Welt, die Business. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Der weiße Zauberer hat von der Königin Besitz ergriffen. Nur aus dem Hinterhalt können wir Litariel und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volke sprechen. Gemetzelt. Gut. Dann kann er diesen stinkenden Tag hier endlich aus dem Weg räumen. Okay. Jetzt soll ich hier ungesehen... Ich hasse es, weil ich bin doch kein Assassin's Creed-Spieler. Wie oft soll ich das noch sagen, ey? Nach dem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gebrüll vom Boss. Wir schaffen den ganzen Tag und bekommen nichts als Körperfleisch. Ah, ich habe schon wieder Mut gekauft in meinem Einschlag. Da drüben hat sich etwas bewegt. Ich könnte einen Urus fressen. Okay, ich muss hier wieder... Ich werde hier gleich wieder gesehen. Da unten ist einer. Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Ungesehen. Ungesehen kann ich das nicht schneller ziehen kann. Sag mir bitte. Okay. Mist. Okay, es muss nicht ungesehen sein. Oh, doch, es muss ungesehen sein. Toll. So eine Scheiße, da habe ich ja Bock drauf. Den ganzen Kram ungesehen zu machen. Ich hasse die Menschen und ihre dummen Monumente. Ja, ich hasse dich. Dumme Könige, die nicht einmal mehr leben. Wir reißen sie allesamt nieder und lassen die Menschen. Was war das? Oh, erstmal die hier vorne. Wie mache ich das mit denen denn? Die sehen mich doch immer direkt. Irgendwer sieht mich gerade. Halt! Ich habe etwas gesehen. Ich hoffe nicht rechtzeitig. Hier ist nichts. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. Und ich hab mir den guten Kampf erhofft. Tot.
Tauche ins Licht. Wie soll ich das? Ich krieg das eh nicht hin. Los, hoch da. Wie soll ich denn das machen? Mann. Boah, das nervt. Der Typ da. Scheiße. Hast du das gehört? Muss ich mir wohl eingebildet haben. Ja, das musst du. Immer so schreckhaft. Was macht denn der da? Ist der da in dem? Ich kann den nicht bekehren. Sieht der mich wieder? Fuck, oh Mann, ich hab keine Lust. Und jetzt den ganzen Kram schleichend machen. Das kann ja was werden. Ich glaube, der Waldläufer ist in der Nähe. Hast du etwa Angst? Ich hoffe nicht. Sonst erspare ich dem Waldläufer die Arbeit und steck dich selbst an. So, wir nehmen uns mal die vor hier. Das hört sich nicht gut an. So, das war hoffentlich rechtzeitig. Da oben ist noch ein Typ. Sterben. Sie ist viel zu hart. Mensch, renn doch einfach weiter, ey. Wächst viel zu schnell. Hoch, hoch, los, hoch, 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 hoch. Kannst du dich da mal runterlassen? Genau. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen. Lass die Dunkelheit anbrechen. Wenn die Unlogisch. Menschen außerhalb Mordors wüssten, was auf sie zukommt, würden sie vor Schreck tot umfallen. Okay, ich lass mich mal fallen. Ich gehe da mal von hinten ran. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Aus dem werde ich nicht ganz schlau, aber er sieht zäher aus als der Alte. Wir werden sehen, wie stark er ist, wenn er uns in die Schlacht führt. Das wird gut. Abgehört, der leichte Arsch. Was habt ihr? Haltet ihn auf! Keiner von euch entfacht hier irgendwas. Höre auf meinen Befehl. Okay, ich will jetzt ein paar Mal schlagen lassen, damit ich nicht. Doch, ist es doch. Nervt mich doch nicht ab. Ich zeig das Leuchtfeuer an. Du zündest gar nichts an. Jetzt habe ich meinen eigenen Kumpan hier umgebracht. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Ach, das sind alle da oben.
Euch kriege ich alle bekehrt. Oh, Alter, die schlagen hier neben mir ein, die Dinger. Die schießen, die schießen, die schießen. Jetzt darfst du schießen, meinetwegen. Ja. Gut, das war. Nächstes Mal kriege ich dich. Habt ihr das gesehen? Das war doch ein Mensch. Wie viele muss ich denn hier? Der Tag ist längst weg. So, wo muss ich denn hier überall hin? Der Tag hat wohl Angst bekommen. Wo? Noch verstehe ich es nicht ganz. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt das nicht, dass er nicht in der Nähe ist. Ich schwöre, ich habe ihn atmen hören. Das war der Wind. Ich glaube, das war der Tag. Abschaum. Ich zünd das Leuchtfeuer. Nein, nein, nein. Oh, Alter, du nervst so ab, ne? Ihr ganzen kleinen, dreckigen Arschpisser hier. Wichser sollt bekehrt werden. Schnell zum Leuchtfeuer. Ja, genau, schnell zum Leuchtfeuer. Das glaubst du selber nicht, oder? Ja, genau. Wer? Die Tariels Entschlossenheit ist ansteckend. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. Hier sitzt ein Karagor. Ich habe aber noch nicht Schleiche und Brandmarke Uruks. Also ich muss schleichen und das machen, oder was? Ist das so? Macht so viel Spaß. So ein Schwachsinn. Warum muss ich denn schleichen? Gott. Ich mag diese Ruinen nicht. Und ich mag mich. Ja. Immer wenn ich dort vorbeigehe, spüre ich, wie die Blicke der Toten auf mir lasten. Oh, ehrlich? Sieht so aus, als würde es den Häuptlingen jetzt an den Kragen gehen. Der Grabwandler hat nur noch sie im Visier. Ach, das... Ich muss es tatsächlich so machen, ey. Schön, dass ich das vorgeschrieben kriege. Schnell da hochkommen, da ist der zweite. Das kriegen wir noch hin. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihren Bleich heute härter arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Sein Wettstein steht schon den halben Tag lang. Hoch, da hoch, 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 hoch. Sollst du hoch? Na, jetzt geht's auch hoch, oder was? Da kommen wir nicht hin. Nein, nein! Oh, mein Gott, springt der da runter komplett? Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Maden, die unseren Grog stehlen. So, wo muss ich jetzt am besten lang? Ja. So, ich hoffe, das gilt noch.
Ja, gilt noch. Aber der andere sieht mich. Wir brauchen eine richtige Schlacht. Egal. Um der Welt zu Egal, was es war, es ist weg. Wenn es wieder kommt, schaffen wir es. Drachen, wieder runter, wieder runter, wieder runter. Und wir werden es ihnen zeigen. All diese Bleichhäute verpesten die Luft auf Festung Marn. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn ein oder zwei fehlen. Wenn ihr mal nach Foltern ist. Oh, lasst sich doch einfach komplett runter. Was ist mit ihm jetzt? Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Was ist mit ihm jetzt? Halt nicht die Klappe. Den Spaß gönn ich dir nicht. Komm ich da? Der sieht mich doch. Nee, doch nicht. Er sieht mich doch nicht. Der Hauptmann meint, ich hätte gezögert, cool. Deine Befehle auszuführen. Da oben ist jetzt noch einer. Was für ein Lügner! Den habe ich schon bekehrt. Ach, fuck. Diese Spuren kenne ich doch. Haltet die Augen offen! Beruhige dich. Das war nur ich, als ich die Sklaven zum Koch geschleift habe. So. Das Einzige, was noch übrig ist, ist der Kessel. Wo haben wir denn hier noch Fische? Hier unter mir, glaube ich, oder was? Sehe ich das richtig? Ja, oh Gott, da sind mehrere. Da kriege ich doch nicht einen von. Ich glaube, da kriege ich nicht einen von. Mach ich das? Leg dich nicht mit dem Hauptmann an, bei dem ich zuvor diente. Der war ein wahrlich harter Kerl. Ich habe ihn kämpfen sehen. Er rast mit solchem Zorn auf seine Feinde zu, dass sie genauso gut vor Furcht sterben könnten. Das erinnert sich. Keine Ahnung, wie ich da an die rankommen soll. Hier muss irgendwo auch noch irgendeiner von den Feinden sein. Ich möchte den Vorposten von Udo nie wiedersehen. Ich auch nicht. Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust. Es werden immer mehr Sklaven, die entkommen. Wir müssen sie ausradieren wie Käfer. Ihr elender Anführer entwickelt sich zu einer ernstzunehmenden Gefahr. Jetzt. So, 4 von 5. Einen noch. Das werde ich ja wohl geschissen kriegen. Zu viele Uruks sprechen von seiner Hexerei. Auf der Minimap mal kurz gucken, oder ist keiner? Ja, mir gefällt das nicht. Hexerei habe ich noch nie gemocht. Das Werk dieses Feiglings ist nichts als Schwindel. Ja, das ist jetzt natürlich super. Es ist zu kalt. Gefährlich hier. Es ist zu nass. Es ist zu dunkel. Komm mal dahin. Warum beschwerst du dich? Hier ist irgendwo einer. Da. Den nehmen wir. Der ist ungefährlicher. Da stinkt so. Der Mensch hat so viele Uruk gegen uns gewandt, dass ich kaum weiß, wen ich Dachkacke. Soll. Achso, ich soll das Suchgebiet sichern, ohne Alarm auszulösen. Das heißt, ich muss jetzt einfach. Da muss ich jetzt einfach nur noch fighten. Bring das mit! So, hoffentlich ist hier keiner von euch komischen Brandmeister dabei. Dich zu töten wird mir eine große Freude sein. Ich muss verstärken! Halte den auf! Los, weg! Kommt der nächste, ja.
habe keine Lust, das zu machen. Es wird keine weitere Gefangenen und keine Folter mehr geben. Nur einen schrecklichen und qualvollen Tod. Muss ich wieder nach da hinten rennen? Wir müssen natürlich wieder alle irgendwie. Völlig egal. Ihr geht mir nämlich voll auf den Sack, Alter. Du kommst jetzt nicht weiter. Du bist so übermächtig und kannst nicht rüber. Geht doch. Er war hungrig nach meinem Fleisch. Aber mein Schwert war hungriger. Was war das? Du dienst dem leuchtenden Herrn. So. Er ist hier! Oh mein Gott. Bam! An Bogen und Klingen! Weg, diesmal lass ich. Warte, halt, 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 halt. Siehst wohl gern da. Uruk gegen Uruk, oder? Dann komm her und mach mit! Ich bin ruhig, ich bin jetzt gucken, ob hier schon wieder irgendein so Flammentyp ist. Halt! Das ist gar nichts an. Gut, du willst mich wollen. Ich hab's schon gemerkt. Schüttel die Ketten des dunklen Herrschers ab. So. Meiner. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin heilen kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Tama. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitung. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Tariels Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Ich fühle es in den Knochen. Jemand schleicht hier herum. Und wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens... Okay, das hätten wir erledigt. Keine Folgemission dazu. Gucken wir mal schnell auf der Map, was wir da Neues haben. Was haben wir hier? Die Rettung. Ach, das ist das mit der... Siehst du, da machen wir doch gleich die Folge fertig. Wegen dem Heil, bitte. Das ist doch bestimmt noch gekriegt. Ich will den verhören. Ach, egal. Ich hasse diese ganzen Tastenkombis, die ihr machen musst, um das eine und das andere zu erledigen. Das nervt. So, noch einen Kilometer. Den kriegen wir schnell abgerissen. Macht euch keine Sorgen, ihr Narren. Dem Grabwandler seid ihr egal. Er hat es auf die Häuptlinge abgeschnitten. Habt ihr das gehört? Seid bloß froh, dass da kein Feuer war. Sonst hätte ich euch mal eben schnell angezündet. Und jetzt. Oh mein Gott. Ekligen Viecher. Ich renne einfach weiter. Ich renne einfach weiter.
Oh, Sklaven. Kein Karagor hier. Meine Güte. Und hoch da, los, los, los. Was? Habt ihr das gehört? Auf ihrer verzweifelten Suche nach einem Heilmittel für ihre Mutter hat Litariel begonnen, sich die Uruk-Festung hineinzuwagen. Von ihrer letzten Mission ist sie nicht zurückgekehrt. Okay. Welch Schande. Wenn du wahrlich gar nichts weißt, bist du mir nicht von Nutzen. Wenn ihr mit ihr fertig seid, hängt sie auf. Sorgt dafür, dass der Grabwandler sie finden kann. Du bist nirgendwo im Feind. Sag uns, wo er sich versteckt und wir töten dich schnell. Oh oh. Jetzt töten wir dich langsam. Genau wie ich es mag. Das war Litariels Schrei. Oh, brandmarke deine Feinde, ohne den Alarm auszulösen. Naja, könnt mich alle mal am Arsch lecken. Es scheint, als seien all ihre Männer tot. Deshalb müssen wir sie finden. Sie hat niemanden mehr, der ihr beisteht. Die Jäger lassen den Rest von uns mal wieder schlecht aussehen. Schleicht hier jemand herum? Glaub nicht, dass sie in der letzten Schlacht mehr getötet haben als wir alle zusammen. Beim nächsten Mal werden wir sie sein. Vielleicht da jemand auf dem Markt. Los, eins. Zwei. Hast du den Turm gesehen? Seine Rüstung versprüht Dunkelheit. Ein schwarzer Haut. Und gerade jetzt muss ich Karagor oben ausgehen. Los! Da unten ist noch wer. Hat null Sinn und Effekt. Oh, warte. Hier ist irgendwo wer. Direkt über mir. Den kriegen wir. Los, 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 wo? Da. Nummer 3. Da unten haben wir die Nummer 4. Wer weiß es noch nicht. Das sind 2. Fuck. Der letzte. Ja. So ist noch die Tare finden. Das kriege ich nicht. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher. Ich weiß gar nicht. Kann ich schon. Ich will da hoch. Ich komme jetzt gerade. Ich muss mal durch dieses Gebiet. Ich komme jetzt gerade nicht so lang, wie ich das möchte. Ich hab irgendwie wieder hochkommen. Ja, sehr gut. Hier. Noch einer von mir? Oh. Ach, war ich jetzt zu langsam? Nee. Fängt sie an zu plaudern, wenn du sie ein bisschen aufschlitzen. Runter auf die Knie! Raus mit der Wahrheit, bevor ich sie aus der Rausenbrücke töte. Wo ist der Grabwandler? Ich fürchte euch nicht.
Schneidet nochmal in mein Fleisch, wenn ihr euch traut. Was war das? Ein Kraken Gleichgewicht. Scheiße. Wandler, hier bin ich! Meine, ich kann die nicht in Ruhe brandmarken. Weil die anderen Typen immer nur nerven. Deswegen schlitze ich euch auf, das Brandmarken ist sowieso nervig. Ihr könnt sowieso alle gar nichts. Das ist scheiß Ork-Hack. Fams. Sie zwang mich zuzusehen, als sie meine Männer einen nach dem anderen töteten. Ich kenne dieses Gefühl. Achso, ich muss festhalten. Urus erhebt sich, wenn ihre Brüder fallen. So auch mein Stamm. Plane deine Rache erst, nachdem wir entkommen sind. Ich bin nicht auf Rache aus. Ich kämpfe, weil es falsch wäre, es nicht zu tun. Sie haben herausgefunden. Talion, ich vermag nicht mehr, mein Schwert zu ziehen. Das sind meine Dinge. Dann ziehe ich es an deiner Stelle. Gib deinen Willen auf! Weg. Oh, ihr Dreck. Ach. Oh, ich finde diese Final Action total geil. Oh, jetzt hat er mich gerade ein bisschen dumm. Das war nicht schön. Tschüss. Ja, wenn ihr so weitermacht, dann komme ich hier gleich noch Geisterbiss raus. Lebt noch einer von euch? Ach, das ist gar nicht einer von mir. Ich bin bloß eine Bürde für dich, Talion. Du wurdest meinetwegen verletzt. Ich bin dir bloß eine Last. Du hast den Geist eines Kriegers. Noch nie traf ich eine Frau mit solch einer Kampfeskraft. Ich hatte keine Wahl. Im Angesicht der Dunkelheit ist es unsere Pflicht, für das Licht zu kämpfen. Oh fuck. Sind ein bisschen mehr schon hier jetzt. Finish him! Bam! Das ist alles meine. Oh, wir rennen die Kürze da. Ruhig. Sehr schön. Ich bin hier. Beeilen wir uns. Mein Bein mag gebrochen sein, aber nicht mein Geist. Der Turm Saurons fragte mich, wo du dich verbirgst. Doch ich habe dich nicht verraten. Dann hast du mein Vertrauen in dich bestärkt. So wie du nun das meine. Könntet ihr euch jetzt auch langsam mal so ein bisschen aus dem Staub machen? Nimm die Hucke, Mensch! Kennt kein Ende. Mein Schwert kann nicht endlos zuschlagen! Die schwarze Hand ist nah! Oh fuck. Alter, geh aus dem Weg! Nee, das ist nicht meine eigene. Wenn ich jetzt zum Feuer locken könnte, jetzt hab ich glaube ich keine Pfeile mehr. Oh fuck. Yeah.
Lass die in Ruhe. Harin wird verletzt. Man lass die in Ruhe. Das ist einer von mir, einer von mir, einer von mir. Einer von mir. Gott. Dass ich die trotzdem auch verletzen kann, ne? Das ist ein bisschen unpraktisch. Nicht mehr weit, dann haben wir es geschafft. Hoffe ich. Ich brauche eine neue Rüstung. Dieses Zeug fällt auseinander. Ruh dich aus. Geschafft. Warum tust du das? Um die Blutung zu stoppen. Nein. Warum hast du mich überhaupt gerettet? Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Und einen Sohn. Und ich begrub sie und jeden, der mir nahe war. Bleib bei uns. Meine Mutter kann dir helfen. Ich kann nicht. Ich gehöre hier nicht her. Mein Volk wird dich als Helden ansehen. Da drüben! Dass du allein laufen kann? Ist das deine Antwort? Milady, helft ihr! Ihr seid verletzt. Lasst mich helfen. Ihr müsst diesen Ort sofort verlassen. Ihr seid hier nicht sicher. Danke. Walt. Yeah, wie er sein Schwert schwingt. Seht ihr das? Das lassen wir mal kurz in Slow Motion weiterlaufen und jetzt packt das weg. Phelps. Netariel und ihr Volk werden Mordor nicht überleben. Entweder gehen sie oder sie sterben. Dafür wird die Schwarze Hand schon sorgen. Brust durchquert und er war ganz schwarz und voller Unrat. So. Ja, meine Freunde, wieder auf einer erhöhten Position. Danke ich euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet diesmal auch Spaß. Ihr seht, ich kann Assassin's Creed technisch einfach das Game nicht zocken. Ich bin kein Schleicherer oder sonst irgendwas. Und ich habe Splinter Cell gespielt, oh Gott. Und das habe ich hingekriegt aus irgendeinem. Da hatte ich eine Knifte. Jetzt habe ich Fallen Bogen. Ist das nicht dasselbe? Ach, ist auch völlig Wurst. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich wiederhole mich gerade, weiß ich. Ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Die Storyline natürlich weiter in Erfahrung zu bringen. Zu gucken, wann wir mal wieder auf einen der schwarzen Hauptmänner treffen. Was ja jetzt bald wieder so sein sollte. Ja, bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.